Hi, ich bin's nochmal, euer Lord Titan alias Van Danken. Und ja, es gibt so viel Verdrehung und Schwachsinn, also gerade in SC, im virtuellen Bereich. Deshalb gehört, wie gesagt, mein Widerstand auch genau da hinten ins Virtuelle, weil es in Virtuelle so viel Scheiße gibt. Zum einen gibt es Leute, die nur rumjammern, ja, die ganze Zeit nur jammern und die Leute belagern mit ihrer krankhaften Verjammerung, ja, Verelendung. Ja, die nur ihr Leid sehen und nur ihre Scheiße sehen. Und dann gibt es die anderen, die dann um Igno betteln, ja. Das Schlimme ist dann nicht nur, dass sie um Igno betteln, sondern wenn ich sie dann raufnehme und eine Zeit lang igne, weil mich ihr, ja, ein dummes Angreifen gegen andere Personen oder auch gegen meine Person stört, dann kommen sie dumm mit den Gelaber, wieso, weshalb man sie ignoriert, ja? Und sie das eigentlich nicht verstehen würden. Leute, es ist einfach Fehlverhalten. Davon rede ich die ganze Zeit in meinen Beiträgen. Es ist real gegeben und natürlich spiegelt sich das auch virtuell wieder. Natürlich gibt es auch genug Idioten, die gerade im Virtuellen hinter Pseudonamen und Pseudobilder ihr krankhaftes Fehlverhalten auch ausleben und das auch bewusst teilweise, die damit auch spielen. Ich kann nur sagen, eben, ich igne euch zugrund und wenn ihr fragt, warum, dann sage ich einfach, weil ich es kann. Ne? So, und ich brauche auch keine Leute, die ganze Zeit nur rumjammern, ja. Man kann sich ja mal beklagen, versteht ihr? Also über irgendwas, aber die ganze Zeit nur ihr Leid vorschieben, die ganze Zeit nur, ey, keiner mag mich, keiner liebt mich, keiner will mich, kann ich nicht gebrauchen, ja? Das ist genauso nervig wie die Leute, die um Igno betteln und nachher sagen, warum sie geignet wurden. Ja? Genauso hirnrissig, ja? Wacht endlich auf, geht normal miteinander um, geht menschlich miteinander um, ja? Greift mal diese sozialen Werte, ne? Dass wir menschlich miteinander umgehen. Und dann haben wir auch den ganzen Bullshit nicht, ja. Und da brauchen auch keine Leute kommen, die irgendwie Scheiße verdrehen und meinen, ich würde irgendwo, ich agiere nicht. Ich komme nicht zu euch auf die Plattform. Ich komme nicht zu euch im Chat und greife euch an, sondern ihr kommt zu mir. Ja, wegen meiner Meinung oder wegen meinen Posts, die ich mache im sozialen Bereich, wo ich mich sozial mit einbringe. Und dann wird auch anderes in den Dreck gezogen, wie zum Beispiel meine jahrelange Laufbahn im Design und Bauen, ja, was ich nun mal kann. Ich weiß, dass es viele Neider gibt. Tut mir leid, wenn ihr nichts gebacken kriegt im realen Leben und auch virtuell teilweise nichts gebacken kriegt. Ja, dann ist es euer Problem, nicht mein Problem. Deswegen muss ich mir Rotze nicht geben lassen, ja. So, das ist speziell mal an SC, weil da wieder einige meinen Querzaun, gerade wenn die Mediatoren und etc. Guides oder sonst was nicht in der Nähe sind, ja, dann kriegen sie wieder ihre 5 Minuten und preschen dämlich durch SC, dass man sie nur noch ignen kann, ja, weil sie blind agieren gegen anderes und das nicht kapieren, ja, dass sie eben ein Fehlverhalten haben, was asozial ist, was sich asoziales gegen das soziale Miteinander richtet. Ja, ihr müsst endlich mal aufwachen, endlich mal kapieren, worum es geht, was Fakten sind und was eben Sachlichkeit ist, was Tatsachen sind, ja. Und die Tatsache ist, ihr seid feige Arschlöcher, die euch nur hinter Pseudonamen versteckt, hinter Pseudobilder und real nichts gebacken kriegt, ja, und meint, ihr müsst virtuell einen auf dicke Hose machen. Und deshalb gehört mein Einbringen, mein Widerstand gegen diese rechte und asoziale Verhaltensform, die sich teilweise entwickelt, genau hier hin und nicht woanders hin, ja. So, damit allen sozialen Menschen mit Verstand und Bildung einen schönen Tag. Ja, und Leute in SC, ja, oder wo auch immer auf Plattform, guckt mal genau hin, wer blind wogegen agiert oder wer blind sich auf andere einlässt und Scheiße redet, ja. Und wie man dann auch zu Recht ignet, ja, weil ich habe die Ignum-Funktion dafür, dass ich solche Schwachmaten, die sich nicht im Leben im Griff haben und virtuell nur ihre Scheiße wiedergeben, dass ich diese Vollidioten ignen kann, ja. Oder wenn jemand nur rumjammert, ja. Und es gar nicht unterlässt, ja. Leute, was wollt ihr auf der Plattform? Wenn ihr nur Stress sucht oder nur rumjammern wollt, dann verpisst euch doch, ja. Ganz einfach. Dann habt ihr da nichts verloren. Asoziales und Rechtes hat weder was zu suchen in einer sozialen Demokratie im Realen, auch nicht in einer sozialen Plattform wie SC, Facebook, YouTube oder etc. Ja. Wenn ihr nicht kapiert, dass ihr menschlich und sozial miteinander umgehen müsst, dann habt ihr verschissen. Ja, das ist mein Problem, das ist euer fucking Fehlverhalten-Problem. Ja, und dann kommt mit eurem Problem nicht zu mir und macht nicht euer Problem zu meinem Problem. Sonst habe ich ein Problem mit euch. Und das kapiert ihr nicht, ihr kleinen Rattengift-Schnallen, ja. So. Peace.
Und bis bald, euer Lord Titan alias Sven Dank.